Tag auch. Geht es, Mike? Durch die Seele zieht, die Liebe dem Schmerz tief im Herzen unterliegt. Wenn die Tränen nicht mehr trocknen und dein Lächeln nicht gelingt, die Träume von den Bäumen fallen wie die Blätter im Wind. Alle deine Fragen bleiben begraben mit dir allein. Wenn Regenbogenfarben, die keine Kraft mehr haben, nur grau erscheinen. Irgendwann wird wieder Licht und die Sonne kommt zurück und scheint für dich. Wisch dir die Tränen aus den Augen, lass die Hoffnung nie vergehen. Alte Wunden werden heilen, du wirst sehen. Thank you.
wie es ist, mit sich selbst allein zu sein. Gefangen in der Zeit, keine Chance, sich zu befreien. Alles um mich rum liegt im Nebel verborgen. Gedanken von gestern, kein Platz für heute und morgen. Alle deine Fragen bleiben begraben mit dir allein. Wenn Regenbogenfarben, die keine Kraft mehr haben, nur grauer Schein. Wisch dir die Tränen aus den Augen, lass die Hoffnung nie vergehen. Alle Wunden werden heilen, bis 10. Na dann zünd den mal an, mein Schatz, du. Es ist wieder so weit. Die Boss-Transformation beginnt. Strickloge! Denn jetzt trifft Felicio, der alte Disser, auf den Hater Nummer 1, den er früher so abgehatet hat. Jetzt ist die nächste Sprechstunde der beiden. Solltet ihr psychische Probleme haben, schlimme Sachen erörtern wollen. Hier ist die Strickloge zusammen mit Felicio 1892. Get it on, Mann, ja! Jetzt geht's ab, Mann! Homie, 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 jetzt geht's ab, Mann! Homie! Talk und Ratschläge, die keiner braucht. Jetzt hier, exklusiv für euch. Get it on, Mann, mit den beiden, yeah! Da sind wir. Oder eher gesagt, ich, Tom, das abgehobene Schwein, muss erstmal bei sich in sein Anwesen in Brandenburg reinfahren. Und ist gleich da. Ich bin allerdings auch ein bisschen früh. Eigentlich war erst 20 Uhr ausgemacht. Ich habe es natürlich wieder nicht angekündigt, Leute. Aber was soll die Scheiße? Was soll es? Ich bin angeschlagen. Hallo, Herr Tarner. Hallo, Herr Tarnerin. Hallo, liebe Hater! Hallo, Thorsten! Ja, was geht? 68 Mal war, ach Mann, ey, ich grüße euch einfach alle. Ihr seid schon wieder hier so zahlreich im Chat. Hallo, ihr Schnoddels. Wie ihr hört, hat es mich jetzt ganz schön gerissen. Oh, Alter. Wie ich erwartet habe. War ja nicht anders zu erwarten.
Schnupfen, Husten, Heiserkeit, supergeiler Kindervirus. Ich mache so lange, wie ich durchhalte, aber ich finde, ich sehe ganz schön krank aus. Ihr Schweine, die ihr immer glaubt, ich würde Ausreden finden. Aber es ist wirklich so. Leute, ich sag euch das, seit die Kids da sind, ich war wirklich früher nie krank und jetzt seit, boah, 2 Jahren, oder sagen wir mal seit einem Jahr, seit der erste in die Kita gekommen ist, Alter, das gibt's überhaupt nicht. Da ist ja jede chemische Waffe, die eingesetzt werden kann, ist ja lächerlich dagegen, gegen Kita. Eigentlich müsste man nur so eine Kita auf irgendeinen feindlichen Staat werfen und alle wären ausgenockt. Es ist ja unglaublich, man holt sich nacheinander weg. Bam, 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 bam. Geil. Magen-Darm-Schnoddel. Dann kriegst du irgendwie RSV-Viren reingeknallt. Was gab's noch? Bindehautentzündung, Schnoddeli-Hoddeli. Ja, Corona auch immer sehr beliebt natürlich. Alles Mögliche. Zum Glück noch nicht. Mundkatze Fuß oder Mundkatze Fuß? Ich meine natürlich Maul, Hand, Fuß oder sowas. Was soll das? Hertha Jessi, Abo ist abgelaufen. Tja. Bing bang bong, haust du rin. Ja, Leute, aber was soll's? Na, vor dem Urlaub muss eine Loge natürlich noch sein. Und es ist deprimierend. Eigentlich waren wir heute alle zum Essen verabredet. Ihr und ich und auch Tom und Dennis, aber dadurch, dass das jetzt schon wieder so eine Scheiße ist, mussten wir es canceln und deswegen gibt es hier natürlich einen Stream. Oh, auch wenn ich ein bisschen rotze, wenn es eklig wird, sagt Bescheid, dann lasse ich die anderen reden, weil es kommt noch der gute Tom und auch der gute Dennis will noch reinschauen. Wie gesagt, seid nicht traurig, wenn ich es nicht so lange schaffe. Wenn die Nase zumacht und ich einfach nicht mehr reden kann, weil mein Hals zu schlecht ist, dann gehe ich einfach raus. Okay. Genau. Das kannst du gut vergleichen. Seit die Kinder da sind, sind die Abwehrkräfte ungefähr. Ja, ich würde sagen, generell wie die Abwehrleistung und taktische Leistung der ganzen Mannschaft auf dem gleichen Niveau. Ich habe mich angepasst. Genau, keine Taurus, schickt einfach Kita-Kinder. Oh Gott, ist das bodenlos schon wieder, was ich hier rede. Ey, wenn das jemand rausschneidet, schickt Kita-Kinder in den Krieg. Oh weia. Ja, das mache ich immer so, wenn ich nachdenke, Tom der Brain. Ich weiß, es ist mikrofontechnisch nicht absolut gut, aber es ist, wie es ist. Ich versuche es abzustellen. Inhalieren wollte ich erst danach machen, wenn das Blut mir aus dem Mund läuft. Dann inhaliere ich noch schnell. Marderblut hilft. Der Marder ist zurzeit nicht da. Er hat sich kurz blicken lassen, aber dann haben wir Hundehaare ausgekippt oben und seitdem scheint er sich an die Konsequenz erinnert zu haben vom letzten Mal. Leute, es ist Spieltag gegen wieder mal eine komplett super coole Mannschaft. Die Mannschaft meines Herzens, der FC Schalke 04, furchtbar. Auch wieder furchtbarer Verein mit einem noch furchtbaren Maskottchen, was mich sehr an das Union-Maskottchen erinnert. Die sind sehr, sehr ähnlich, finde ich. Und wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, ist es so, dass wir gar nicht mehr so weit voneinander entfernt sind, glaube ich. Warte mal, habt ihr da hier vorbereitet, Leute? Schalten wir mal um. Boots. Und da sehen wir, oh, wir sehen das Falsche. So. Das ist sehr gut, Tabakovic. Whisky ist sicherlich eine nicht allzu schlechte Wahl. Schalke hat mittlerweile 30 Punkte und wir sind immer noch bei 34. Also 4 Punkte nur auf Schalke. Und aber auch nur 7 Punkte, glaube ich, auf. Warte mal. Sind sieben? Ja, 7 Punkte auf dem HSV.
Ach so, Fortuna Düsseldorf führt ja jetzt gerade. Heißt mittlerweile 8 auf den dritten. Ja. Also 7 Punkte entfernt auf den Rehli-Platz sind wir so ein bisschen im Niemandsland mittlerweile gelandet, was ja auch völlig okay ist, wenn man sich unsere Leistung anguckt. Jetzt ist die große Frage, wie wird das Spiel gegen Schalke? Nee, träumen, vergiss es, Thorsten. Das Träumen haben wir uns jetzt abgewöhnt. Mit 34 Punkten steigt man in der Regel nicht mehr ab. Ich glaube, auch das haben wir geschafft. Also absteigen werden wir nicht mehr. Aber es wird jetzt auch nicht mehr den großen Endrun geben. Und wer alle, ich weiß nicht, ob ihr die PK geguckt habt, da wurde ja irgendwie gesagt, also so, ich habe so rausgehört, es sind nur 7 Punkte nach oben und weiß ich, 11 nach unten oder so, hat er gesagt. Heißt, von Spiel zu Spiel gucken und insgeheim, solange die Hoffnung nicht abgeschrieben ist, werden wir das auch nicht begraben. Das Ziel ist ja auch völlig richtig, sicherlich. Aber man sollte sie jetzt einfach mal vielleicht sich an die Aufgabe machen, einfach gut zu spielen, scheiße nochmal. Und die PK war ein bisschen, ja, sie war ein bisschen ominös, fand ich so. Weil Paul hat wieder mal zu einem, ja, sagen wir mal, zu einem angepissten Rundumschlag ausgeholt. Mal schauen, Tom kommt ja gleich. Ich bin sehr gespannt, wie er die empfunden hat. Es war ein bisschen merkwürdig, muss man sagen. Also, ja, ich weiß nicht, wie ihr das fandet. Eine Abstimmung. Oh, soll ich eine Abstimmung machen? Sieg, Unentschieden oder Niederlage? Warte mal. Jetzt wollte ich schon den Kanal raiden. So. Warte mal, machen wir mal. Wie geht's aus gegen Schlacke? Sieg, Remis, wie man so schön sagt, oder Niederlage? Alright. Kanalpunkte pro Abstimmung. Aha. Machen wir mal 3 Minuten und ab. Na dann, macht mal, wie das ihr denkt. Eine Abstimmung, ob abgestimmt werden soll. Gentlemen, genau, so langsam macht Dardai sich ein bisschen lächerlich. Mir kam es auch so, es war wirklich. Ja, es war so nah dran, fand ich auch. Es war so nah dran zwischen, es tut einem ein bisschen leid und, ja, lächerlich machen. Ich weiß nicht. Ey, was kommt denn da für ein Schwein ins Bild? Na, du dumme Na, Sau. du blöde Sau, alles gut. Ja, alles, bei mir ist alles gut und bei dir? Naja, du hörst ja, ich bin ein bisschen Herr von Pödefeld-mäßig drauf. Ja, wo ist denn Dennis? Ich dachte, er wollte auch kommen. Dennis kommt noch rein, natürlich, die geile Ach Sau. so. Dennis ist natürlich wieder mal Essen shoppen, dann schnell essen mit der Familie. Okay, dann macht es nicht ganz so schlimm wie du, der gerade nach Hause kommt und einfach nur im Vorbeirennen. Hey, wir sehen uns dann in 8 Stunden. Tschüss, Schatz. Bam, Tür zu und dann Wir haben heute muss. ganz schön Iftar zusammen gemacht. Iftar, Iftar, und jetzt ist es Iftar, schon. so nämlich. Habt ihr die PK geguckt? Ja, natürlich. Ich habe mich vorbereitet, so wie du wolltest. Danke. Ich wollte nur kurz sagen, und hast du nach dem Iftar, Iftar, noch schon den Maulschlüssel in die Hand gegeben, um wieder Aufgaben, dass sie noch Aufgaben verrichtet heute? Also gibt es Richtig, ein. sie hatte den Sechskantschlüssel bekommen und
Jetzt kann sie auch loslegen. Ihr habt ja wahrscheinlich so ein Import-Export-Geschäft, unter anderem Nachmann. Sie muss die ganze Zeit Sachen zusammenbauen. Ist das eine geile Idee? Ihr habt so eine Immobilienfirma und noch so, wie sagt man, nicht Immobilien. Sie macht die möblierte Vermietung, genau, Möbel. Und sie muss Möbel zusammenschrauben. Ihr kauft die billig ein und sie schraubt die zusammen und dann wird es als Antiquität oder so Special-Möbel verkauft. Richtig. Da finde ich gut. Liebe Grüße, dann in 8 Stunden, wenn sie dann Feierabend machen. Fertig darf. Ist, dann kann ich auch aufhören zu streamen. Ja, so mache ich das ja auch immer, wie man weiß. Was macht sie gerade bei dir? Sie bringt die Kinder ins Bett, weil ich nervlich und gesundheitlich zu angeschlagen bin. Ja, natürlich, deswegen hast du ja deine Therapiesitzung hier. Und sie hat aber auch gesagt so, übertreib's nicht mit Tom. Aber sie weiß, sie hat, auch schon gesagt, nicht. Tom und Dennis werden dich probieren, möglichst lange im Stream zu halten. Das ist richtig. So ein Quatsch. Ich hoffe, das ist schnell vorbei hier. Ich auch, weil ich es immer scheiße finde mit dir. Ist einfach ich immer auch, ich hasse es. Es war so schön diese Woche ohne dich. Ein Glück bist du bald weg. Ja, ich freue mich auch schon, wenn ich endlich Ruhe habe. Außerdem, und was hast du mir da für eine Aufgabe gestellt? Was war denn das für eine PK, Digi? Wie fandest du? Nee, okay, ich sag nichts. Ich habe dir auch nichts gesagt. Sag mir einfach, wie du sie fandest. Ich fand sie skurril. Ich meine, Oh, 100 Bits von Dennis, der geilen Sau, was geht denn da ab? Danke, Dennis. Danke, Dennis. Ich meine, die Sache ist die, es hat mich so ein bisschen an dich erinnert. So. Wisst ihr, die Sache ist, inwiefern? du bist immer nur negativ. Immer nur negativ. Du siehst nie das Positive. Weißt du, was sich vielleicht auch verändert hat und was auch gut sein könnte? Nein. Bam, eigentlich bin ich schuld, dass man Benzi gegangen ist. Dann ist man in die zweite Liga abgestiegen. Kann vielleicht mal ein bisschen Dankbarkeit dafür. Jetzt hat man, man ist im Mittelfeld, rutscht nach unten durch. Ja, könnt ihr vielleicht mal zufrieden sein und sagen, Alter, ja mein Gott, das spielen junge Leute. Seid doch mal zufrieden damit. Vielleicht steigen wir. Vor der Saison wäre man auch zufrieden gewesen mit Platz 11 nach 26 Spielen. Absolut, da hätte man gesagt, yeah, geil. Also, und vielleicht lernt ihr das, vielleicht lernst du das ja auch auf deiner Schule irgendwie, auf deiner Medienschule, dass du einfach so sein sollst, um Klicks zu generieren oder sowas. So kam, es kam ja so rüber, als dass die Journalisten angemacht wurden, warum so ein negatives Klima irgendwie gerade herrscht. Aber also sag doch mal, wie du es findest. Ich finde es, also nach so einer Leistung finde ich es schon fast ein bisschen dreist. Dann ja, so angepisst zu wirken. Also ich liebe Paul und ich musste auch teilweise schwenken zwischen, was macht er schon wieder? Ja, lachen und auch so ein bisschen Mitleid. Auch dann zu, er hat das dann ja mit Benze so erklärt, da habe ich wieder gedacht so, ja, da hat er wieder ein bisschen recht gehabt irgendwie, aber er ist ja immer wieder auf dieses Grundthema zurückgekommen, die angepisst. Aber Digga, jetzt mal ganz ehrlich. Also du arbeitest, das können wir ja nicht vergleichen, außer vielleicht mit Kommentaren, aber du arbeitest in der Öffentlichkeit, in einem Volkssport, bist auf Platz 11 nach dem Abstieg, wo man sich sowieso wundert, dass noch nicht so viel Kritik, ich fand das nicht viel Kritik bisher dafür, dass wir 4 Punkte vor Schalke sind, auf die alle raufhauen. Absolut. Ja? Auf die alle komplett raufhauen, die sind ja das Hertha von den letzten 4 Jahren und dann gibt es ein bisschen Kritik und sicherlich ist es auch nicht angenehm, dann musst du doch aber darauf inhaltlich antworten, also sagen, guck mal, ihr versteht das vielleicht nicht, weil aus meiner Sicht müssen wir das in Zukunft so machen. Wir spielen das jetzt so und deswegen geht das nicht. Aber es ist ja völlig undifferenziert. Jede Kritik ist ja automatisch irgendwie niedermachen. Aber das ist doch Quatsch. Wenn du jetzt auf der Arbeit irgendwas nachweislich nicht gut machst, also da kein gutes Ergebnis bei rauskommt und dann dein Chef zu dir sagt, ey, Florian, wir haben eigentlich, wäre es schon gut, wenn wir ein bisschen näher an unsere Ziele kommen und man auch ein bisschen sieht, was du so veränderst. Immer nur negativ, sage ich dann. Immer nur negativ. Dann sagst du, immer nur negativ. Du machst mich voll runter. Was soll das? Du siehst gar nicht. Wie soll ich denn so arbeiten? Wie soll ich denn so arbeiten? So eine Scheiße, lass mich in Ruhe. Ich bin der kleine Flo. Ja? Die Sache ist die. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin der kleine Flo. Und ich sage dir ganz ähnlich, ich sage, kleiner Flo ist jemand anders. Ja. Der ist aber wirklich klein. Der soll mal bitte in der Hose bleiben, der eigentlich, den man auch den Giganten nennt, natürlich. Aber die Sache ist,
Deswegen mache ich ja auch immer nur, ich sag dann meinem Chef, bitte, ich gehe dann auch. Wenn ich nicht gebraucht werde oder ich keinen Spaß mehr habe, dann gehe ich. Dann am nächsten Tag bin ich nicht und mehr da. Eigentlich wollen dich ja alle, aber du kannst es ja selber entscheiden. Geh doch mal, weißt du, Tom, du dumme Sau, Alter. Du machst mich immer nieder, dann geh doch mal in die Stadt. Frag doch mal die Leute, Stricklot. Frag doch mal die Leute. Frag, das kann ich mal machen. Frag doch mal die Alten. Frag doch mal die alten Leute, Mann. Die Alten, die schon 40 Jahre Strickloge gucken, Alter. Die einfach jeden Tag warten. Frag die doch mal, bevor du dann sowas schreibst. Frag doch die doch mal. Kleine Flo. Kann ich mal fragen. Der kleine Flo. Wie sie den kleinen Flo so finden. Ja. Aber da denke ich mir auch so, mir hat Dennis erzählt, dass er mit ihm auch gesprochen hat beim Training, als er da war. Und da denke ich mir auch so, wer wird denn Pardada ins Gesicht sagen von irgendwelchen Fans, dass sie völlig unzufrieden sind, taktisch, wie sie spielen? Also gibt es vielleicht auch, aber also keine Ahnung, als ob das jetzt, also ich weiß nicht, ich finde weiterhin die Kritik sachlich. Also ich fand den Kicker-Artikel, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, natürlich, ja, das sind irgendwelche Infos von innen. Ich glaube aber auch nicht, dass die gelogen sind beim Kicker. Also ja, es kann sein, dass das vielleicht, also wieso als ob die sich das ausdenken. Naja, aber der ist ja noch nicht mal, also der war ja noch nicht mal schlimm. Alles, was darin gesagt wurde, war ja, es wurde schon mal beraten, ob der Trainer gewechselt werden sollte nach dem schlechten Rückrundenstart. Ja. Und dass der 777 Sports bevollmächtigte Schnoddeli-Boddeli gegen Paul war. Das wissen wir ja alle schon so. Und dass aber gesagt wurde, Kai war halt immer sehr für Paul und auch Benny und Zecke. Und das ist halt nach der Winterpause alleine, unabhängig jetzt, wie wir spielen, punktetechnisch halt bergab ging. Ist ja auch so. Wir haben, ich weiß gar nicht. Ist ja nachweislich. Wir sind 16. in der Rückrunde in Tabelle. Ja, also ich meine, und deswegen. Das, was seid ihr denn so negativ? Das ist so witzig, dann so zu reagieren, ist halt schon krass. Es kam ja schon wie so ein. Ja, vielleicht wie meine Ex-Freundin mit 16. Die war auch immer so beleidigt. Aber wenn du merkst man irgendwas halt auch, er macht's halt auch in dem Sinne clever, weil du merkst halt, die trauen sich dann auch nicht. Also ist ja klar, wenn du so angegriffen wirst als Medium. Die haben sich dann nicht jedes Mal getraut, nochmal nachzufragen, ne? Ja. Ja, als er einmal dann meinte, was ist denn mit Duziak, wieso spielt er nicht? Der spielt! Ja. wenn ich nochmal eine unangenehme Rückfrage stellen dürfte zu Benze, wäre es dann nicht besser, wenn er jetzt nicht mehr spielt? Weil man will ihn ja stärker machen. Na, was ist? Willst du gewinnen? Oder willst du verlieren? So, oh mein Gott. Ich möchte natürlich gewinnen. Danke für die ehrliche Antwort, Paul. Das kam mir so ein bisschen vor wie meine Freundin, wenn die einen Kuchen backt. Dann so, du bist so undankbar. Schmeckt dir der Kuchen nicht? Ich bin nicht sehr so der lecker. Kuchentyp. Ja, es fast ist genauso nicht. Lecker, fast genauso lecker wie der Käse, den ich neulich mit Tom gegessen habe. Kann ich mal was zu trinken haben? Warum? Ist der trocken? Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich mag das nur, wenn er sowieso schon so feucht ist und ich noch ein bisschen zusätzlich was feucht werden dazu. Darf. Ja. Richtig. Nee, also ich merke an deiner sarkastischen Art, um jetzt mal ernst zu bleiben, du siehst es also ähnlich wie. Es war wirklich krass. Und ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass Paul irgendwie extrem angepisst ist und dann auf diese, er kommt ja immer auf diese Mitleidsnummer irgendwie. Ja, was soll ich machen? Hm. Ich bin der kleine Paul, ich werde immer. Aber dann würde ich mir als Benny Weber so verarscht vorkommen, weil er tut ja die ganze Zeit so, als ob der Kader zu schlecht ist. Ja, er tut eher so, dass er ja mal der ist, der mit der Scheiße leben muss, die andere davor verzapft haben. Ne? Er sagt ja. Das stimmte ja auch oft. Das stimmt. Das 30 Millionen, Ante Čović, dann kam er, dann Klinsmann. Das war ja auch einer der Punkte, wo ich immer am Anfang der Saison gesagt habe, wo die Leute ja auch, wo es ja auch schon Kritiker gab für Paul Dardai, da meinte ich doch immer, ja, aber guckt mal. Er hatte auch wirklich nie das Geld zur Verfügung. Jetzt lasst ihn doch mal machen mit einer guten Mannschaft in der zweiten Liga. Vielleicht kann er ja Offensivfußball. Deswegen habe ich ihn ja immer verteidigt. Aber es ist halt irgendwie wieder das gleiche Szenario. Na, es ist halt so ein bisschen die Frage, ja, erwarten wir zu viel? Oder ist es wirklich zu wenig? Also Ich erwarte nicht mal mehr als Platz 11. Ich kann auch mit Platz 11 leben, aber nicht mit dieser Spielweise. Ja, das ist halt kacke. Aber die Spielweise von Paul war natürlich immer schon nicht geil, ne? Aber man muss, also ich bin ja trotzdem ehrlich, dass ich sage, ey, in der zweiten Liga, klar erwarte ich mehr, weil wir sind aus der ersten Liga abgestiegen, klar haben wir die ganze Mannschaft ausgewechselt, aber dass du dann teilweise so schlecht spielst, da muss man sich Kritik halt auch gefallen lassen, finde ich. Guck dir doch mal die Kritik bei Schalke an.
Und die sind 4 Punkte hinter uns. Die werden komplett auseinandergenommen. Ja, na eben, dann, weil er tut ja so, in Berlin ist alles scheiße. Aber das ist auch so, ey, das ist ein Volkssport, den die meisten Deutschen gucken. Und Hertha ist ein sehr, sehr großer Verein in der zweiten Liga. Ein sehr, sehr großer Verein. Ja. Natürlich gibt es auch unsachliche Kritik. Ich verstehe ja, wenn er sich aufregt mit diesem Trainersohn. Das verstehe ich, weil das ist ja nicht sachlich, die Kritik, wenn die sagen, da spielen ja nur seine Söhne. Das ist ja keine sachliche Kritik. Aber wenn Leute Artikel schreiben, wie damals dieser Tagesspiegel-Artikel, wo er so sagt, ich finde, die müssten taktisch so und so spielen, dann kann er ja auch sagen, es ist Schwachsinn. Dann soll er doch erklären, warum ist es denn Schwachsinn? Also ja. Warum sieht er es denn anders? Aber er geht ja immer nur auf die emotionale Schiene. Ja, absolut. Und er geht ja eigentlich gar nicht so richtig auf die Kritik ein, sondern verteidigt sich ja eigentlich die ganze Zeit, weil er sich persönlich angefickt fühlt irgendwie. Und vor allem nochmal, ganz kurz mal, also wenn du sagst, du kannst nur gut arbeiten, wenn es ruhig im Umfeld ist, dann wirst du bei einem Traditionsclub niemals Erfolg haben, weil das geht gar nicht bei so vielen Fans. Gerade in der Hauptstadt. Und dann immer, dann meinte er ja auch so, ja, und dann als Spieler, dann bist du immer so nach Hause gefahren, du hast UEFA Cup Quali geschafft, aber man wollte Champions League. Das stimmt ja gar nicht. Ey, also wer hat sich denn damals aufgeregt und hat gesagt, wir wollen in die Champions League? Also wirklich von der, ich weiß nicht, er meint ja die Zeitung, aber vielleicht die BZ oder die Springer, weiß ich nicht, aber zu der Zeit war das ja eher so, dass sie extrem gehypt wurden. So unter Pat, fand ich auch. Also ich habe es zumindest so in Erinnerung. Das war doch mit Ibisevic, Weiser und so, ne? Und ja, auch Marcelo noch die Zeit, auch davor noch, weißt du, meinte er ja eigentlich, als er noch ein junger Spieler war. Da war es eigentlich auch so, dass war Hertha eigentlich so das geile Ding. Ja gut, aber wenn er jetzt irgendwie von dieser fast Meistersaison spricht, dann muss man ja auch sagen, es ist ja auch grandios gescheitert. Wenn du dann am Ende beim abgestiegenen KSC 4-0 verlierst, ist doch normal, dass es Kritik gibt. Das meinte er, glaube ich. Ich glaube, er meinte genau diese Saison. Ja, aber das ist doch normal. Willst du dann das alle sagen, oh danke, dass wir, es ist also. Und so ist es ja nun mal in einer großen Stadt, beim großen Club. Natürlich ist es ja, oder so bei jedem Menschen. Das ist so, als ob du, keine Ahnung, was du, ich weiß nicht, hast du irgendwie Ziele im Job vorgegeben oder irgendwas, was du erreichen musst? Ja, sicherlich. Sagen wir mal, du hast irgendwelche Ziele vorgegeben und du hast die schon überschritten, ja, weil es gut ist. Und dann ist aber in greifbarer Nähe ein absoluter Jackpot. Und den also du musst dafür wirklich nur noch einen Tag zur Arbeit kommen und dann meldest du dich krank. Es ist doch klar, dass dann keiner erst kurzfristig erstmal darüber redet, wie geil es an sich war, sondern erstmal was, das ist so, als wenn Bitcoin endlich die 100.000 kratzt und du weißt, bei 100.000 hole ich meinen Profit, dann kriege ich meine 3 Millionen Euro, weil ich alles verkaufe und an dem Tag, es ist 99.990 der Kurs und du sagst, sinkt um 70%. Das will ich noch sehen und dann klatscht es runter, weil irgendwas passiert ist. Pass auf, dann ist er auf 70% runter, auf 30.000 und dann sagen die Leute, ich verstehe gar nicht, was ihr wollt. Die bei 15.000 eingekauft haben, sind doch im Plus. Warum beschwert ihr euch denn? Jetzt heul da nicht, du hast ja nur gerade, ja, du hast ja immer noch Gewinn gemacht. Und denkst du, was? Ja. Ich habe gerade meine Existenz verloren. Und genau so ist das. Und genau so auch dieses, was haben wir denn für Spieler in der Mannschaft? Ich meine, er hat ja gesagt, unsere Spieler wären ja alle nicht zweitligatauglich irgendwie. Wenn du es dir mal anguckst, das stimmt doch so auch nicht. Hier, also, sorry. Marton Dardai hat erste Liga schon gespielt. Gechter hat schon erste Liga gespielt. Ich weiß nicht, ob Palko auch schon erste Liga gespielt hat. Ziak hat er ja gesagt. Der hat Zweitliga-Erfahrung. Rese hat er gesagt. Seefuig auf jeden Fall auch. Ist Masa zu schlecht? Ist Tabakovic zu schlecht? Kabovnik war bei Düsseldorf einer der besten Außenverteidiger der Liga. Ja, aber deswegen, du kannst ja nicht so tun, als hätten wir eine Mannschaft, die jetzt komplett scheiße wäre. Nee. Also, das finde ich dann schon wieder zu krass Understanding und so klein machen. Das sage ich ja mal. Ich gebe ihm in dem Punkt ja recht, zu sagen so, ey, die ist komplett neu, die Mannschaft. Vielleicht brauchen wir einfach noch Zeit. Dann lasst ihm die Zeit. Das stimmt ja auch wahrscheinlich. Genau, dann lasst ihm die Zeit, wenn er, okay, aber jetzt so zu tun, zu sagen so, oh, wir sind die arme Hertha, die so einen schlechten Kader hat, das ist ja Quatsch. Also unser Kader ist schon gut, das muss man einfach so sagen. Also. Und ich glaube weiterhin, sage ich nochmal, dass wir nicht besser wären, wenn wir den Kader einfach nur mit der Spielweise von St. Pauli hätten. Ich glaube nicht, dass wir dann besser wären. Genau, und er sagt, er hat ja gesagt so,
Spieler, erste Liga ist krass, aber zweite Liga ist halt ganz anders. Du kannst als Erstligaspieler auch nicht unbedingt gleich zweite Liga spielen, weil das es halt körperlicher ist. Kann auch sein. Ja, es kann sein, aber auch Zweitliga-Erfahrung haben ja da auch, ich meine, Gechter war, glaube ich, Braunschweig Dritter, ne? Hat auch keine Zweitliga-Erfahrung. Ja, so könntest du es natürlich genauso umdrehen und sagen, ja, warum kacken die nicht auch komplett ab dann, ne? Also, oder Wiesbaden. Ja. Ja, und ich meine, dadurch wird natürlich auch abgelenkt von den Defiziten und so lieb ich Paul hab. Wie gesagt, ich sag ja, sonst gib ihm die Zeit, aber dass da Defizite zu erkennen sind, das ist ja nun mal so. Ich meine, ja. Selbst wenn du es nicht. Und dann wünsche ich mir halt, dass man antwortet nicht auf emotionaler Schiene, sondern auf sachlicher Ebene. Also, ja, dass du dann sagst, okay, dann versteht ihr das nicht, ich erkläre euch jetzt mal warum. Aber er geht ja nur darauf, guck mal, wo wir herkommen, ich war immer damals. Und dann sagen alle halt, ihr seid alle so unfair, die Medien, das Umfeld ist schuld. Aber das kann mir doch keiner erzählen. Na, und er sagt ja auch, dass das einfach Dilettanten wären, die keine Ahnung haben. Er sagt ja, er setzt sich gerne mit Leuten zusammen, die Ahnung haben und halt analysieren und Ahnung haben. Aber dieses immer nur Schlechtgemache hat ja kein Boden. Und das... Ich mache das jetzt wie Tom, der auch halt mal sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Das ist richtig, ey. Tom macht es nämlich richtig. Der weist auch immer die Sachen von sich ab und lässt andere arbeiten für sich. Richtig. Schwein. Aber er lenkt ja damit ab und das muss er eben auch zugeben, dass wir halt Defizite haben in Bereichen, die man aber, selbst wenn die Mannschaft sich noch nicht gefunden hat, trotzdem trainieren kann. Also erklär mir mal, warum St. Pauli irgendwie geile Eckentricks hat und wir es einfach nicht hinkriegen, Standards einzustudieren, die gefährlich sind. Das hat ja, das muss ja, in 6 Monaten klappen, im Endeffekt. Wir können ja noch mal kurz drüber sprechen, auch über das letzte Spiel. Für mich kam das so rüber, ich habe das ja da geguckt mit dem jungen Mann, liebe Grüße an Martin, und wir beide hatten so das Gefühl, die Spieler, die werden ja mit jeder Minute verunsicherter, weil sie halt keine Lösung an der Hand haben. Also ich erinnere mich immer wieder, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, an so 2, 3 Aktionen von Clemens, wo er den Ball hat und so überlegt, was mache ich jetzt damit? Und dann spielt er einen Fehlpass und sieht auch schlecht aus, aber da ist auch keiner. Er kann auch nichts machen. Meinst du jetzt im Spiel gegen Pauli? Ja, als Beispiel. Ja, das waren einige. Also ich meine, dass mir da die Lösungen für die Spieler fehlen. Und dann hat er ja nach dem Spiel gesagt, in der PK. In der Halbzeit haben wir gar nichts taktisch gesagt, sondern wir haben einfach gewechselt und haben gesagt, ihr müsst es jetzt in dem Sinne besser machen. Aber so funktioniert doch der Fußball heutzutage nicht mehr. Ja? Ja. Und danach hat eigentlich hat Fabian Hürzeler, finde ich, Dardai voll gedisst, weil er meinte in der PK danach, wir suchen immer den spielerischen Ansatz, weil wenn du die Bälle einfach nur nach vorne schlägst, so wird sich niemals irgendein Spieler entwickeln. Spieler entwickeln sich, wenn du eine klare Spielidee hast und Fußball spielen willst. Und das ist ja das, was wir kritisieren. Und da kannst du ja dann meinetwegen Argumente gegen liefern, aber dann einfach nur zu sagen, die Medien sind an allem schuld, weiß ich nicht. Ja, das war ja extrem erschreckend gegen Pauli, die uns ja wirklich die erste halbe Stunde komplett niedergedrückt haben. Du hast halt gesehen, wie fahrig die Spieler gewesen sind, weil das kann ja nicht sein, dass du es dann nicht schaffst. Aber hilflos, oder? Ja, eben hilflos. Du hast es nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu kriegen. Noch nicht mal zu sagen, okay, pass auf, wir halten jetzt mal den Ball einfach und spielen den uns kurz zu, um so ein bisschen Pauli die Luft rauszunehmen. Die Spieler waren ja so von der Rolle, dass sie den Ball einfach mit 3-Meter-Bällen einfach abgegeben haben. So, also völlig. Und das passiert ja eben, wenn du verunsichert bist, wenn du keine Lösung an der Hand hast. Wenn du Lösungen an der Hand hast und immer weißt, egal wie es gerade steht, egal was der Gegner macht, wir haben unsere Idee und immer steht einer frei, immer hilft mir einer, dann werde ich besser, als ich bin. Wenn ich keine Lösung habe, dann kriege ich als Karbovnik nicht mal mehr einen 3-Meter-Pass hin, weil ich einfach völlig überfordert mit allem bin, ohne also jetzt Karbovnik da doch, verteidigen zu wollen. Nee, aber man hat es ja gesehen, also er war einfach da überfordert. Er hat es noch nicht mal geschafft, auf Leisner einen 2-Meter-Ball zu spielen, weil der flach ist. Weil er mit allem überfordert war. Und andersrum, in einem positiven, wo du dann wirklich Selbstvertrauen gewinnst, wird auf einmal Mittelstädt Nationalspieler. Das ist ja nicht, dass er jetzt auf einmal der beste Spieler der Welt ist, aber in diesem System von Stuttgart
funktioniert er. Kriegt er Sicherheiten. Und ich weiß nicht, ob du dieses eine Tor von Mittelstädt gesehen hast gegen Freiburg, wo er aufs Tor zurennt und den Ball über den Torwart rüber chippt, wie Messi. Hm. Das macht er, weil er halt 10 Spiele davor gespielt hat und die Sicherheit vom Team bekommen hat, von der Spielidee. Bei Hertha hätte er das niemals gemacht. Ja, es ist halt, das ist ja das Ding, dass so Self-Confidence und Selbstsicherheit, genau. Und auch, aber auch ein Team. Self-Confidence, ist ja, wie ich immer in den USA gesagt habe. That's it, my friend, that's it. You know, think big. Und einfach, you know, think big und du musst es der Mannschaft auch vermitteln. Grow rich. Und das ist, ja, aber das ist so der ein bisschen Pauls Fehler, dass er immer denkt so, ey Mann, wir sind ein geiles Team und das ist alles die Motivation. Das stimmt natürlich im gewissen Maße auch, dass wenn du jetzt 2-3 Spiele scheiße spielst, dann wirst du auch nicht selbstbewusst spielen. Wenn du jetzt einfach mal 2 Spiele gewinnst, dann klappen auch wieder Sachen, die davor nicht geklappt haben. Aber es kann nicht sein, dass so eine Mannschaft da keine Lösung findet, die so gut bestückt ist eigentlich mit so talentierten Spielern, dass sie es nicht schaffen, dann Ruhe ins Spiel zu bringen. Wie? Gut, wie Floskel. Ich. Oder die es auch nicht schaffen, eine Ecke zu spielen, die gefährlich ist. Ich meine, sowas kannst du halt trainieren. Und das ist halt Sachen, das verstehe ich nicht. Wenn du bei St. Pauli siehst, die haben genau einen Plan. Die haben halt eingeübt, pass mal auf, wenn die so und so stehen, dann spielen wir den Ball einfach flach an die Strafraumgrenze und einer haut drauf von hinten. Warum machen wir das nicht? Wir machen immer das Gleiche. Wir chippen den Ball einfach ohne Plan irgendwie in den Strafraum rein und gucken, was passiert dann. Das ist halt völlig zufällig. Und das ist ja Standard. Das ist ja sogar, finde ich, relativ einfach zu trainieren, weil du weißt ungefähr, was der Gegner für Möglichkeiten hat. Er kann Raumdeckung machen oder er kann Manndeckung machen. In einem Spiel gibt es ja auch gewisse Muster oder gewisse Zonen, die belaufen werden. Und da musst du ja genauso sagen. Guck mal, ich fand es einfach krass, wie er gesagt hat, in der Halbzeit haben wir gar keine Analyse gemacht. Weil wenn du dir so Dokus anguckst von Amazon All or Nothing und den Top-Teams anguckst, ob das diese Deutschland-Doku war, ob das Arsenal war, wer auch immer, dann siehst du halt, wie immer, das gibt's ja überall, diese Co-Trainer irgendwie von den Spielanalysten zur Halbzeit halt, da gibt's einen, der guckt sich nur die Taktik des Gegners an und der andere guckt sich an, wie man selber spielt. Und dann gibt's halt Input und dann sagt man, pass auf, die machen die ganze Zeit das, das und das und jetzt reagieren wir da drauf, indem wir das, das und das machen. Aber das Gefühl habe ich nie. Und wenn ich dann in der PK höre, er sagt, ja, ich habe gar nichts gesagt, wir wechseln einfach 3-mal und gucken mal, ob's besser läuft mit 4-4-2, das ist für mich nicht professionell, also nicht professionell in der heutigen Zeit. Man fragt sich das ja sowieso, da sitzen so viele Leute rum, irgendwie auch mit Knöpfen im Ohr und man weiß, da oben sitzt jemand und man fragt sich, warum wird dann nicht irgendwie die Taktik verändert oder weiß ich was gemacht? Da passiert ja nichts und ich fand's halt auch schon, wo war denn das, welches Spiel war denn das? Das war gegen Kiel, als wir 2-0 geführt haben und dann hat er danach gesagt irgendwie, auf die Frage, ob Duziak spielt im nächsten Spiel, weil er ja ganz gut gespielt hat, meinte er, ja, nö, der ist ja reingekommen und zweite Halbzeit haben wir dann ja scheiße gespielt. Also, da muss man ja sagen, die Leute, die in der zweiten Halbzeit gespielt haben, ja, die haben ja das verkackt, also deswegen spiele ich mit der Mannschaft, die in der ersten Halbzeit gespielt hat. Was ist denn das für eine Aussage? Als wenn jetzt Duziak daran schuld war, dass es 2-2 ausgegangen ist. Also, das ist mal so eine Aussage, aber, wo man weißt, dachte... Weißt du, was es ist? Wir haben beide ein komplett anderes Mindset in dem Sinne von Fußball als er. Er hat dann so das Mindset, derjenige, der die Chancen nicht nutzt, ist der Schuldige. Die Spielweise an sich sorgt dafür, dass wir nicht gewinnen können im Gesamten. Also er guckt irgendwie aufs Einzelne, wir gucken ja irgendwie aufs Gesamte. Also vielleicht sind es auch einfach Philosophien, keine Ahnung. Ja, naja, aber... Weil er sagt ja auch immer, wenn wir die einzelne Chance nutzen, ja, aber wir arbeiten uns zu wenig Chancen. Hier bei Hertha Base haben sie es ganz gut gesagt und ich habe dir das schon seit einem halben Jahr gesagt, für alle die immer sagen, wir müssen die Chancen besser nutzen. Wir sind seit einem halben Jahr übereffektiv. Wir haben auch jetzt wieder 6 Tore mehr erzielt, als wir eigentlich sollten nach Statistiken. Also daran liegt's nicht. Wir erarbeiten uns zu wenig Chancen. Wir sind 16. nach Torschüssen. Ja, und das sieht halt kacke aus, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn du jetzt die Mannschaft dir anguckst, ist sie ja gut. Also alleine unsere Offensive, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, so wenn du Maser, Clemens, Rehse, selbst Palko, vorne Tabakovic, die sind ja alle gut eigentlich so. Die sind alle gut,
Und wenn du dann halt das nicht auf die Reihe kriegst, dann, wenn du sagst, du machst Umschaltspiel, wir sind eine Umschaltmannschaft, aber selbst das Umschalten klappt irgendwie nicht. Ja. Dann machst du halt was, dann musst du halt sagen, ja, dann ist das aber die falsche Taktik. Also was will er dann spielen? Und das fehlt mir bei ihm so ein bisschen, dass er dann sagt, ja, es ist vielleicht taktisch ein Fehler passiert. Das muss er ja auch mal sagen. Ja? Also er kann ja nicht immer nur so tun, als wenn jetzt irgendwie die Spieler unmündig wären. Ich finde auch, da stellt er sich auch nicht mal vor die Spieler. Also er tut ja so, als ob die dann zu schlecht wären. Ja, individuell zu schlecht. Also eigentlich sagt er ja... Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht gerade motivierend. Also er sagt, die Medien sind schuld, dass sie nicht motiviert sind und sagt dann selber, die sind aber eigentlich zu schlecht. Das ist richtig. Sag mal, wo ist denn Dennis überhaupt? Der ist hier die ganze Zeit im Chat. Warum kommst du denn nicht rein, verdammt? Ja, was stimmt denn nicht mit Dennis? Was ist denn mit dem los? Wir wollen doch noch so später die Top 5 machen, der Trainer, die für Pal Dardai kommen und extrem scheitern, sodass Pal Dardai wieder zurückkommt. Genau, die typischen Hertha 5. Jetzt komm doch mal rein, verdammt. Damn. Ja, aber das ist halt schon problematisch, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Pal wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen hat, dass intern zumindest nachgedacht wird, ob er weiter Trainer ist, oder? Also ich glaube einfach nicht, was ich so gehört habe, glaube ich nicht, dass es nicht stimmt, zum einen, dass darüber nachgedacht wird, weil er ja so gesagt hat, da werden Sachen geschrieben, die nicht stimmen. Ich weiß jetzt nicht, worauf es bezogen war. Zum einen glaube ich, das stimmt. Zum zweiten, würde ich sagen, wenn wir sowas mitkriegen, dann wird er das, so wie er vernetzt ist bei Hertha, was für eine Legende er ist, natürlich wissen. Und so wirkte die PK auch wie damals bei Bobic, wo er schon wusste, es wird nicht mehr lange gehen. Ja, so ein bisschen, ne? Fand ich auch. Ob er vielleicht. Und Benny Weber, ich hatte ganz kurz, Benny Weber hat ja auch nicht irgendwie gesagt, ich weiß gar nicht, woher diese Diskussion kommt oder so. Benny Weber ist ja immer sehr gewählt, sehr zurückhaltend, reserviert in seinen Aussagen, aber er meinte nur, wir gucken uns das dann an. Und dann werden wir entscheiden. Also war jetzt auch nicht so, dass er gesagt hat, ist Schwachsinn, ist alles weit hergeholt, ist alles Schwachsinn. Hat er auch nicht gemacht. Nee, wir wissen, Benny Weber stellt sich ja eigentlich immer hinter alle. Also wenn es so wäre, dann hätte er, also ist jetzt wirklich Glaskugel oder Stammtisch, aber dann hätte er bestimmt gesagt, ja, ist alles Quatsch, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, also da bin ich mir, also das, da hast du vollkommen recht, weil er hat es ja, glaube ich, dreimal in der PK gesagt, um es so ein bisschen zu ersticken, hat er ja gesagt, so, wir werden das intern klären, aber momentan ist das kein Thema bei uns. Also so die Standardfloskel. Und das habe ich ihm jetzt auch nicht abgenommen. Also, dass man jetzt im Mitte März sich nicht Gedanken macht intern, was machen wir denn nächste Saison, das kann ja nicht sein. Also du musst es, also es wäre ja unverantwortlich, wenn es jetzt nicht besprochen werden würde, machen wir weiter oder nicht. Die andere Frage ist halt, was willst du machen? Also ich bin immer noch der Meinung, ich würde mit Pal weitermachen, ne, bevor ich irgendwie Taifun Korkut und Sandro Schwarz hole. Ne? Also bei der letzten Entlassung zum Beispiel meinte ich, bei der letzten Entlassung habe ich den Fußball auch furchtbar gefunden, ne, wo Bobic da war. Aber ich meinte, entlasst ihn nur, wenn ihr eine Alternative habt, wo man sagt, okay, kann ich nachvollziehen. Genau, wenn jetzt hier ein Glasner irgendwie sagt, ey, ich komme irgendwie, wo du weißt. Damals, ne? Damals so. Wenn man dann sowas geholt hätte oder irgendwen, wo man sagt, okay, dann kann ich es nachvollziehen. Also kann ich verstehen, warum man diesen Wechsel vollzieht. Bei Taifun Korkut meinte ich damals, also sorry, aber dann kannst du es auch lassen. Ja, genau, das war genau so ein Wechsel, wo du sagst, so, ja, aber dann, warum machst du das? Ja. Du wusstest schon, bevor er sein erstes Spiel hatte, wusstest du schon, das ist doch Quatsch irgendwie, das wird nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen. Im weißen Hemd. Die geile Sau. Ein ganz was feiner ist er da. Ja, aber das ist halt genau die Sache, dass man dann denkt, dann lass es doch einfach. Und das ist jetzt halt die Frage, was macht man bei Hertha? Ich schätze eigentlich Benny Weber so ein, dass er nicht den gleichen Fehler macht und sagt, gut, ich hole jetzt irgendeinen Honk irgendwie und entlasse Pal, weil ich nicht an ihn glaube, sondern ich habe, wenn schon, das Vertrauen in den, dass der jemand Gutes irgendwie in der Hinterhand hat. Aber ich habe zum Beispiel auch, es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, okay, lass Dardai einfach noch ein Jahr machen.
Es gibt Leute, die sagen, weg, egal welcher Trainer kommt. Und es gibt Leute, die sagen, ja, wie wir vielleicht, wenn er weg ist, dann muss aber auch ein Trainer kommen, wo man sagt, dem traut man das zu. Zum Beispiel André, mein Kumpel, mit dem ich ja auch einen Podcast habe über Hertha, dieser Rundum-Hertha-Podcast, der sagt ja zum Beispiel, es ist mir egal, Hauptsache, der wird ausgewechselt und selbst wenn der nächste Trainer nicht klappt, dann halt nach 5 Monaten einen neuen, bis man den richtigen Trainer findet. Das ist so sein Mindset. Nee, ja, nee, aber das ist ja dann wieder genau der Weg, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Dann jeder Trainer sagt wieder irgendwie, ja, die Spieler, die sind aber nicht meins, ich brauche noch den und den und den Spieler. Dann fangen wir wieder an, im Kader rumzuschrauben. Und wir haben ja eigentlich einen Kader, der vielleicht jetzt bis auf 2 Positionen eigentlich echt ganz gut besetzt ist, finde ich. Also mit dem musst du mehr rausholen. Und entweder du findest einen Trainer, der sagt, ja, finde ich cool. Und vielleicht holen wir uns jetzt noch einen coolen Achter irgendwie dazu. Oder einen coolen rechten Flügel. Zum Beispiel, aber ansonsten stimmt das schon, was wir haben und wechseln nicht alles aus. Ne? Das ist halt die Frage. Ich will auch dann mal einen Trainer haben, der sagt, damit kann ich was anfangen und sich nicht dahinter versteckt, sondern sagt, ich mache was aus dem, was da ist. Und nicht immer sagt, ja, ich bräuchte noch 11 Marese oder was weiß ich. Dennis, was sagst du denn dazu, verdammte Scheiße? Erstmal einen wunderschönen guten Abend, ihr beiden. Hallo, hallo Dennis, mein Schatz. Also, ihr habt ja schon relativ viel gesagt. Ich habe es auch nicht jetzt das erste Mal die Woche gesagt, sondern ich denke, dass Paar nächste Saison nicht mehr Trainer ist. Da sind wir uns, denke ich, im Großen und Ganzen einig. Was vielleicht noch hinzukommt, was ich nicht gesagt habe, dass auch 777 unzufrieden ist mit Paar und da alleine schon der Druck herkommen wird, was ich natürlich nicht schön finde, dass die sich einmischen. Aber unterm Strich gucken die sich auch die Spiele an und da gibt es genug, die da dagegen sind. Und ihr habt ja schon über die PK gesprochen heute. Ich habe es ähnlich interpretiert wie Tom. Das klang alles so wie, ich bin eh bald weg, jetzt teile ich mir ein bisschen aus, jetzt bin ich ein bisschen bockig, dass das alles so ist und ihr seid schuld daran, dass ich gescheitert bin. Und so klang es jetzt überspitzt dargestellt, aber ja, ich denke, zur neuen Saison wird ein neuer Trainer kommen. Und ja, ich denke, Benny wird nicht den gleichen Fehler machen wie Bobic, ihn jetzt einfach rausschmeißen. Er wird die Sache Ruhe mal zu Ende gehen lassen. Der Vertrag läuft aus. Keiner ist böse auf den anderen. Man einigt sich friedlich oder verlängert halt nicht friedlich. Und zur neuen Saison wird halt dann jemand anders vorgestellt. Und natürlich wird da jetzt intern schon drüber gesprochen. Also, warte ganz kurz, das ist gerade so lustig, weil wir so rumschreien und Dennis gerade wirkt wie so ein Experte, der zugeschaltet ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Nee, das ist so, als wenn sich der Erziehungsberechtigte eingewählt hätte. Entschuldigung, ich muss Quatsch reden, wenn er möchte. Mit Jans ruhiger Stimme, allein die Stimmfarbe ist schon so ruhig, dass ich gleich, ich lehne mich gleich ganz gechillt in meinem Sessel zurück. Das ist so, dass ich denke so, oh ja, jetzt bin ich angekommen. Dieser hektische Tom mit seiner lauten Stimme immer. Dann ich, ADHS-Kind irgendwie dazu. Und dann kommst du mit so einer gechillten Art. Das finde ich gut. Also, Erzählerstimme. Du meinst also, das wurde auch schon intern kommuniziert eventuell bei der PK? Also meinst du, Paul weiß schon, dass ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass Paul mitbekommt, wenn da Gespräche sind über die Zukunft und dass es schon Kandidaten geben könnte. Also ja, das kriegt er mit. Er ist ja nicht blöd. Er ist ja kein dummer Mensch. Ganz im Gegenteil. Strickloge der Insider. Er erzählt einen Quatsch. Mann, es war nur ein Witz. Ich weiß, dass du dich gleich wieder aufregst. Ey, ich hab nichts gesagt, verdammt. Hab ich nicht. Ja, aber es könnte schon was Wahres dran sein. Dann, lass uns doch mal gleich unsere Rubrik abfeuern, nämlich jetzt, wo Dennis dabei ist, die 5 wahrscheinlichsten Hertha-Trainer, die die Sache wieder verkacken werden. Strickloge. Die guten 5 und die schlechten 5. Von Flo und Tom. Die coolsten Tore, die krassesten Fouls, die schlechtesten Manager, die beschissensten Wappen. Hier bei der Strickloge.
So, die großen fünf. Ich fange an mit Platz 5. Ganz kurz, aber du hast gesagt, die fünf Trainer, die folgen werden, die wahrscheinlichsten fünf Trainer, die folgen werden, die verkacken. Genau, also typische Hertha-Trainer, die jetzt präsentieren. Also ich fange mal an, damit du es verstehst. Die jetzt präsentieren würden, damit wir wieder verkacken. Nee, also ja, aber ich sage jetzt einfach mal, die fünf Trainer, die am wahrscheinlichsten sind, die Hertha präsentiert, wo man sagen wird, ist euer jetzt Ernst. Auch bei Dardai halten können. Ich fange mal an, damit du es verstehst. Nächste Woche kommt die Pressemeldung raus, dass Benny Weber sich sehr freut, Manuel Baum überzeugt zu haben, dass er den Job als Cheftrainer nächste Saison antritt. Und er wird sagen, Manuel hat das Werkzeug, die taktische Einstellung, die wir auch wollen. Und ich verfolge ihn schon seit Jahren und bin überzeugt. Und er glaubt an das Projekt. Der glaubt an das Projekt. Manuel Baum auf Platz 5. Okay, dann mache ich meinen Platz 5. Ich nehme auf Platz 5 Christoph Kramer. Weil er super mit Jugendspielern umgehen kann. Ja, geil. Ist das Christoph Kramer nicht der, der auch sein Corona-Impfzertifikat? Nee, nein, das war Markus Anfang. Oh, auch ein sehr guter Trainer für uns. Okay. Wir haben es ja manchmal so mit alten Ehemaligen. Vielleicht versuchen wir nochmal mit jungen Röber. Auch innovativ. Berliner Weg. Wie alt ist er? Über 60. Er ist doch schon mal 40. Ich wollte gerade sagen, bist du doch auch. Aber nicht mehr 60. Oh Mann, Dennis ist einfach zu lieb. Da tut es einem gleich weh. Man tut einem gleich leid, wenn man was alles sagt. Bei dir kann ich sagen, bei dir tut mir das gar nicht leid. Du bist so ein hässliches, doofes Schwein. Und ich weiß, das macht überhaupt nichts. Okay. Ja, weil das jeder sagt. Platz 4, Florian. Ach, ich bin ja dran. Los. Platz 4. Platz 4 nehme ich mal jemanden, den ich richtig unsympathisch finde. Und der eigentlich beim HSV gar nicht so unerfolgreich gearbeitet hat. Tim Walter. Tim heißt der. Der wäre aber gut, glaube ich, für Hertha. Da würden sich jetzt einige Geister scheiden. Einige würden sagen, boah, Katastrophe. Andere würden sagen, ey, der wäre ein richtig guter Trainer. Hat den besten Punkteschnitt, glaube ich, von den, weiß ich, allen HSV-Trainern seit 10 Jahren irgendwie. Aber ein Unsympath vom Herrn. Und hat es ja auch geschafft, in, glaube ich, 4 Jahren jeweils oder 3 den Aufstieg nicht zu raffen. Das wäre schon ganz witzig, wenn man den holt und sagt so, mit dem aber noch witziger wär, steigen wir wenn auf. Der kommt und mit dem steigen wir vor dem HSV auf. Das wäre natürlich richtig witzig. Störe die Motivation. Aber das wäre auch wieder so ein Trainer, wo ich denken würde, oh nee, so Paul, der Übersympath geht und dann kommt Tim Walter, der Typ, wo du bei jedem Spiel gesagt hast, so, ey, der Typ ist so ein Unsympath, der sieht aus wie ein Landstreicher und ist so scheiße, wie ein Obdachloser an der Seitenlinie. Auch, Entschuldigung, aber der war auch immer so unkorrekt an dem, was er gesagt hat. Und eine Strickloge macht sich über Obdachlose lustig. Das habe ich so überhaupt, ey, du bist so ein Schwein. Also, ich würde sogar bei Tim Walter, ich distanziere mich auch von Flo, dauerhaft. Schweine. Also, ich fände Tim Walter sogar interessant, muss ich sagen. Also, ich fände ihn auch von der Sympathie gegenüber Paul von 100 zu minus 100, aber ich fände ihn eigentlich interessant, so von der Spielweise. Oh Gott. Ich nehme auf Platz 4. Wen finde ich denn richtig kacke? Der also, auch gerade vielleicht darum, frei ist? Jemand zu finden, der kacke ist? Nee. Oder was Realistisches? Nein, es ist schon was sein könnte, wo man aber eigentlich weiß, das Ding wird in die Hose gehen. Das kann nichts werden. Okay. Okay, mach du erstmal, Dennis. Ich muss noch kurz überlegen. Ich war jetzt streitet euch nicht. Nicht alle gleichzeitig. Keiner redet. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre so eine interne Lösung. Leider nicht Oliver Reiß, sondern Stefan Schmidt. Oh Gott. Mit Co-Trainer Zecke Neuendorf oder sowas. Oha. Oh Gott. Oha. Also das wäre eine Katastrophe. Das ist überhaupt ein Gefühl. Ja.
Wäre gar nicht so unwahrscheinlich, dass eine interne Zielsetzung war. Ist halt die Frage, meint ihr so eine Stefan Schmidt hat es in der U23 nicht geschafft, dafür schafft er es in der zweiten Liga. Ja, er braucht halt richtige Profis. Schwer zu begründen. Ja, klar. Ja. Dann nehme ich. Ich muss mal kurz die Trainerliste aufmachen. Ich fand Manuel Baum eigentlich schon sehr cool. Manuel Baum ist schon top, eigentlich. Aber ich will ihn nicht auch nennen. Stefan Kunz. Stefan Kunz wäre ja eigentlich so ein absolutes Upgrade. Übelster Name, ja. Aber hat einfach im Vereinsfußball, wüsste ich nicht, warum der uns weiterhelfen soll. Aber er hat mit der U21, ne? U21 ja. Nationaltrainer war er schon. Das ist kein Vereinstrainer. Okay. Also mit dem könnte ich noch eher leben. Ich bin mir aber sicher, dass du recht hast, dass das Ding schief gehen würde. Der würde übelst verkacken. Weil nämlich alle schon wieder so denken würden, oh geil. Oh mein Gott, mit dem werden wir bald in der Champions League sein. Aber er kann mit Jungen, dann würden die natürlich sagen, oh meine Mutter, mit FaceTime-Video auch noch. Mhm. Schönen Gruß. Ja, jetzt kommt die auch noch in Stream gleich. Hallo mein Lieber. Und vor allem meine Mama, die ist so krass, wenn ich die jetzt abweise. Ich habe so eine geile Nummer 3, Alter. Ey, wenn ich meine Mutter abweise... Darf ich direkt meine 3 sagen? Dann ruft sie 12-mal hintereinander ein. Nein, nein, nein. Behalt sie dir. Ich bin jetzt ja dran, ne? Oder war... Dennis, hast du schon deine 4 gesagt? Ich hatte gerade meine interne Lösung. Ach, interne Lösung, genau. Gut, ich nehme... Dirk Schuster. So, der bewiesen hat, dass er todesgeilen Offensivfußball spielen kann. Oh, das ist ein geiler Take. Ja. Ich habe noch einen besseren, glaube ich. Na, leg los. Das ist geil. Komm. Ich meine 3. Was habe ich jetzt? 3, ne? Deine 3. Ich nehme Heiko Herrlich. Oh, Heiko Herrlich, habe ich auch sofort dran gedacht. Oh Mann, ey. Das ist auch so ein Typ, wo du genau weißt, das wird nicht funktionieren. Hatte mal eine gute Station, glaube ich, wo es mal geklappt hat. Seitdem ist es nur bergab gegangen. Und immer noch so ein Kurzzeittrainer. Ja, sehr gut. Und gar nicht so unwahrscheinlich, sage ich mal. Also es gibt ja jemanden, der sich schon lange beweisen möchte und es nie geschafft hat. Außer der Wiesentor. Nee, der Wiesentor war Boris, wa? Lothar Matthäus. Ach, oh mein Gott. Der Nachfolger von Pal Dardai in Ungarn gewesen. Oh, stimmt. Kann angeblich mit Jugendspielern, also eher mit Jugendspielerinnen, aber auch mit Jugendspielern. Du bist ja wohl. Eieiei, was steht denn im Mund mit Zeichfer aus? Ja, das wäre, aber das ist viel zu weit oben im Regal. Das wäre eine Sensation. Das wäre wie. Ach, der findet da keinen Job mehr. Der froh, das wäre aber trotzdem wär so ein Klinsmann-Impact. Alle Zeitungen würden wieder sagen, ey, Lodder, alle würden auf uns gucken. Was meinst du, das wäre dann wieder, da wären 200 Journalisten auf der Tatanbahn. Das wäre so ein Windhorst. Deswegen klappt es ja auch nicht. Ja, aber, ja, ich weiß gar nicht, meint ihr, Lodder Matthäus, der eigentlich... ist er ja so ein Fußballexperte, auch ein guter Fußballer, aber er wird ja eigentlich fast immer so ein bisschen fast lächerlich gemacht. Meint ihr, wenn der wirklich mal Trainer werden würde, dass der cool? Ja, aber ich meine... Habe ich jetzt nicht wo, aber irgendwie zweite Liga, dritte Liga nach Ungarn. Ein paar Versuche hat er schon gehabt. Die haben uns alle nicht geklappt. Effenberg war, glaube ich, zweite Liga mal, aber Lodder? Ich glaube nicht. You cannot play with me. I'm not a child. Ja, das ist so geil. Englische Interviews mit Lodder. Noften.com. Das ist einfach geil. Aber ja, er hört gut. Auf, mir wurde auch oft geschrieben in meinen USA-Vlogs, dass ich das Lodder-Englisch perfekt beherrsche. Ja, ist richtig. Das hat mich auch daran erinnert, auf jeden Fall ein bisschen. Aber man versteht mich. Ich fand's sehr, sehr cool. Mein Platz 2 ist Markus Weinzierl. Ein wunderbarer Trainer. Das ist auch wirklich absolut und der ist genau in unserer Regalhöhe. Es wäre fast schon so, dass er sich herablassen müsste, in die zweite Liga zu gehen, aber würde sagen, ich habe mich für Hertha entschieden, weil es ist einfach ein Traditionsclub.
Ich glaube an diesem Verein. Die Fans sind einfach toll und ich will helfen, mit Hertha in die erste Liga zu kommen. Wir haben schon immer gesehen, dass Markus Weinz hier klare Linien verfolgt und das hat uns sehr gut gefallen in der Vergangenheit. Ja. Es wäre gar nicht so unrealistisch, oder? Nee, hast du recht. Ich habe mal zwei coole Fragen an euch. Erstens, wisst ihr, wie Lothar Matthäus mit zweitem Vornamen heißt? Nee. Otto. Herbert. Oh, Herbert. Und welche Position er im Augenblick inne hat? Er ist Club-Repräsentant. Ist angestellt bei Bayern. Was? Das ist der Axel Kruse vom FC Bayern München. Steht so bei Transfermarkt. Fahnenträger quasi. Fahnenträger. Kriegt aber eine Million wahrscheinlich. Da hätte ich jetzt aber jemand anders engagiert. Ja, wer ist denn jetzt dran, ihr Schweine? Ich hätte Didi Hamann genommen, der repräsentiert Bayern auch super. Wer ist denn dran? Bin ich dran? Dennis. Also, interner Weg, Jugendspieler, deswegen realistisch, ab Sommer frei, Horst Rubisch. Oh, aber den fände ich ja cool eigentlich. Das würde auch hat niemals immer funktioniert. Aber nie als Vereinstrainer, immer nur als Nati-Trainer. Ich meine, Rubisch ist U21 erfolgreich, Frauen erfolgreich. Das und wenn er den Frauen den Fußballspielen beibringen kann. Ganz dünnes Eis, ey. Aber der ist fast zu gut. Gar nicht. Der ist fast zu gut, finde ich. So. Der ist zu gut? Ja, der ist. Also Horst Rubisch wäre einer aus der Liste, da kannst du dir eventuell sogar vorstellen, dass das klappen könnte am Anfang. Darum ging's. Das war ein realistisches Ziel und könnte aber scheitern, weil er noch nie Club-Trainer war. Ja. So, du bist dran, Tom, du Schwein. Eigentlich bist du dran, aber ich kann gerne meine zwei sagen. Soll ich sagen? Wir sind da schon auf zwei, oder nicht? Soll ich den Sandro Schwarz der zweiten Liga nennen? Ja. Soll ich? Bitte. Christian Fiel von Nürnberg, der da sehr unzufrieden zu sein scheint mit Dieter Hecking. Ja, das ist genau so. Ja, der Nürnberg-Trainer, das wäre so eine Verkündung, wo man denkt so, geil. Ja, es ist ja kein Scheiß-Trainer, aber es ist so eine Schwarz-Vibes. Wo man denkt, geil, Alter, Nürnberg spielt auch richtig geil mit einem richtig geilen Spieler, also mit einem Trainer, der es taktisch so drauf hat, Offensivfeuerwerke abgefeuert, Upgrade zu uns. Das ist auch ein realistischer Transfer, wo man denkt, oh nee, ey, dann Paul, bitte, bleib. Aber meine Eins wird euch komplett aus den Socken hauen. Das war deine Zwei, jetzt kommt meine Eins, ne? Nee, du hast auch erst zwei. Ich habe jetzt vor dir angefangen. Genau, ich habe auch keine Zwei bis jetzt. Ich habe die Zwei noch nicht gesagt. Nee, du hast mich, deswegen meinte ich ja gerade ich. Ach so, ich dachte, ich hätte die Zwei schon angefangen. Gesagt. Nee. Aha. Es ist unrealistisch, sage ich mal, aber dass ein, wie heißt der nochmal mit Vornamen? Du wackelst. Weil ich nervös rum war. Dimitrios Gramotzis, nein, genau. Der kann so gut Pokal. Der kann gut Pokal. Und da im Pokal haben wir gesehen, dass der auch gut mit Mannschaften, die in Problemen stecken, umgehen kann. Und er wird mit seiner Erfahrung das Ruder rumreißen. Okay, mein Trainer wurde gerade im Chat gesagt von Dirk Duffner, meine Nummer 2, Kevin Prinz Boateng. Oha! Ja. Oh, Alter. Ruhig aus der Baller League. Ja, könnte das klappen, Leute? Also, von der Motivation her schon. Er hat uns ja. Intelligenz ist taktisch. Er hat uns ja auch. Also, ich glaube, das ist vom Abstieg besser als Felix Magath. Besser als Paul. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. 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 Dann sag mal und deine 1, Florian. Oh, meine 1, ey. Das ist jetzt aber wirklich schwer, muss ich sagen, weil die 1. Puh. Also, man darf ja kein. Also, soll es jetzt realistisch sein oder wirklich richtig, wo man denkt, oh nee, Alter. Beides. Soll auch beides. Beide deine Schwere, genau.
Dann sage ich auf Platz 1. Wer ist denn da gut? Es gab noch so einen, wie hieß denn der? Okay. Armin Fee wäre zu gut. Oh, aber der ist gut, glaube ich auch. Der ist zu gut auf jeden Fall. Ich sage auf Platz 1. Ah, vielleicht ist der gar nicht schlecht, aber er ist ein ähnliches Format wie Pal. Und es würde garantiert nicht klappen. Ich sage auf Platz 1, Urs Fischer wird präsentiert als neuer Trainer. Ja, aber allein, das wäre erfolgreich. Naja, aber das würde niemals klappen wegen schon Union und Hertha. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Er würde auch niemals kommen. Nee. Und dann ist es unrealistisch, muss jemand anders wählen. Okay, das ist wirklich zu unrealistisch. Okay, dann nehme ich, wenn mein Vorschlag einfach abgestraft wird, nehme ich. Wie hieß der? Oh, Hertha 1-2. Die zweite. Führen? Ja, gerade 2-1 gemacht. Mann, wie hieß denn der bei Schalke war? So ein alter Belgier. Nee, so ein belgischer. Oh, Slomka ist auch super. Nee, so ein Belgier. Ah. Nee? Ich komme nicht mehr drauf. Der war schon relativ alt und hat bei Schalke auch krass verkackt. Kam auch zur Mitte der Saison. Relativ alt? Du meinst jetzt nicht, der auch mal bei uns war? Stevens? Nein, nicht Hieb Stevens. Ich weiß jetzt, meinst du groß? Ja! Ja! Pascal Groß! Das ist. Nein, Pascal Groß. Groß. Der heißt Pascal Groß. Pascal Groß ist der Spieler von Ingolstadt. Christian Groß. Christian Groß heißt er. Christian Groß, genau. Das ist völlig unrealistisch. Babelsberg, Hertha. Na gut. Babelsberg, Hertha, ganz groß. Ich grätsch mal kurz dazwischen. Ja. 90. plus 5 gleicht Babelsberg aus durch 9 Meter. Und 90. plus 8 erneute Führung für Hertha. Thomas Reis. 2 oder was? Dann sage ich Thomas Reis. 1-2. Durch die Tore von? 0-1 Christensen, 1-1 via Strafstoß, 95. steht nicht da und 1-2 steht auch noch nicht da. Ich habe bloß hier den Live-Sticker. Christensen ist echt torgefährlich in der zweiten, ne? Der geht ab, Alter, ist ein Juwel. Scheint so. Scheint so. Also Thomas Reis nehme ich dann halt. Der ist realistisch. Ja, Thomas Reis, das ist meine Wunschlösung. Nee. Der kann nicht. Eine Wunschlösung wie der Jürgen Klopp, okay. Aber eine realistische Wunschlösung wäre für mich Oliver Reis. Der Thomas wird auch nicht Reis aufsteigen, der kann keinen Aufstiegsfußball. Ja. Ich meine den, der bei Olli Bochum Reis war. Oli Reis oder Thomas Reis? Thomas meine ich. Ich meine den, so. der bei Bochum war. Ach so. Er meint den, der bei Bochum war. Ich dachte, du redest von unserem U19-Trainer. Nein, ich meine den, er meint den, der bei Schalke am Anfang der Saison war. Genau, der ähnlich wie Pal eigentlich so, ey Leute, komm, wir müssen jetzt einfach zusammenstehen, Leute, Taktik, scheiß doch auf die Taktik. Oh, ich hätte auch sagen können, Fotheringham! Das wäre auch, wir haben ihn überzeugen können, auch ohne Thomas Magath die Nummer 1 zu machen. Mhm. Und wir stellen ihn Pal an die Seite. Oh Gott! Pal und Fotheringham, die beiden Taktikfüchse, zusammen als Doppelspitze. Ich habe noch einen. Ich wollte eigentlich auch Gramotzes sagen. Ich sage jetzt aber einen, der wählt eine Spielere, der wäre meine 1 gewesen. Der wählt einen spielerischen Ansatz. Ich finde ihn als Trainer eigentlich ganz cool, aber der würde grandios bei uns scheitern. Die Rede ist von Tobias Schweinsteiger. Oha. Ja. Hat der überhaupt schon. Tobias Schweinsteiger ist ja schon. Der war bei Osnabrück und der war wirklich. Der ist kein schlechter Trainer. Stimmt, der das haben ja alle gesagt. Das haben alle gesagt selbst. Dennis? Dennis, ich wollte schon sagen. Entweder ist Dennis eingefroren oder wir haben jetzt was Schlechtes gesagt, weil er sich nicht mehr bewegt hat. Man merkt es gar nicht. Oh, es ist all. Da ist er wieder. Du bist so ein Schwein. Ich bin so ein Schwein. Da ist er wieder. Na, hallo. Da ist er wieder. Da ist er ja wieder. Aber hier. Aber Tobias Schweinsteiger ist ja so, dass alle gesagt haben: ey, der ist ein richtig guter Trainer, der einfach so einen scheiß Verein hatte. Gar nicht so unrealistisch, sage ich mal.
Aber das wäre auch so. Das wäre so einer, wo man einfach sagt, der hat eigentlich taktisch was drauf, der kennt Fußball auch, aber der scheitert an diesem großen Club einfach komplett. Und ist auch einer, wo man denkt so, Alter, der hat wirklich, der hat so unerfolgreich gespielt und den holen wir. Na gut, der ist ja aufgestiegen mit Osnabrück. Naja, gut, und dann aber komplett abgekackt. Ja. Gut. Meine Nummer 1? Bitte. Thomas Wörle, der Trainer von Ulm. Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Doch. Aber das fände ich ja fast geil. Ach, er Thomas Wörle. Die Mannschaft übernommen und ist halb aufgestiegen in Folge. Den kennt man noch als Thomas Spieler Wörle sogar ist der noch. Trainer von Ulm. Ach so. Warte mal kurz, ja. Den kenne ich doch auch noch als Bundesligaspieler. Ulm. Oder? Thomas mit H, ne? Thomas mit... Der Tommy. Jetzt muss ich mal kurz gucken. War der nicht mal als Spieler? Und Wörle ohne alles. Also W-Ö-R-L-E. Wörle. Ulm, ey. Wie kann eine Stadt Ulm heißen? Ja, besser Ulm. Als Darmstadt. Ulm. Darmstadt ist auch geil. Das ist eine geile Top 5. Die geilsten Namen. Stadt, Städtenamen. Ulm. Aschaffenburg. Darmstadt. Otzen. Baden-Baden. Alter, Baden-Baden. Der Name Baden-Baden. Das ist wirklich so... Bad Oeynhausen. Da ist Arne Friedrich geboren. Ja, das hört sich an wie Gustav Ganz. Das ist richtig. Ja. Eigentlich Wolfsburg ist eigentlich so ein guter Name, wa? Eigentlich, wenn man die Darmstadt. Wenn man die eigentlich ist der Name, ja, wenn man richtig geil. Wolfsburg. Ja. Ist richtig geil und dann hast du so eine Scheißstadt mit so einem Scheißverein. Wolfsburg. Vielleicht kannte Benze gar nicht den Verein, sondern dachte, Wolfsburg, der Name. Das hört sich so martialisch an. Das ist ja geil, sind sicher so Ritter. Leute, das würde ich gerne von euch noch wissen. Was sagt ihr dazu? Benze Dardai verlässt Hertha BSC. Ich habe heute was richtig Böses in meinen Kommentaren gelesen. Das fand ich dann ein bisschen too much. Ja, sag es Paul mal. Paul wird ihm sicher dazu geraten haben, den Verein zu verlassen. Ja. Geh lieber jetzt, bevor es zu spät ist, Benze. Ja. Ja. Ey, wie Paul heute auch dreimal gesagt hat, sie lieben ihn alle, die Kabine liebt ihn, sie liebt ihn, sie liebt ihn. Sie liebt ihn. Ja, sagen. Natürlich. Mama hat diese geweint. Weg ist. Wir haben alles probiert, wir haben geweint, alle. Ja, liebt, aber er will gehen. Wir haben alles probiert. Die beiden Söhne haben probiert, alle zu reden, aber er hat nicht gehört. Aber ich denke mir auch so, wie läuft es dann in der Praxis? Der ist gerade mal 18. So ein 18-Jähriger, sein Papa sagt, seine Mama sagt, seine Brüder sagen, bleib hier. Und dann sagst du, und dann sagst du noch in der PK ja, als der Vater. Bestimmt, okay, ich guck mal kurz den Berater an von Benze Dardai. Und dann sagt dein Vater noch in der PK, er hat wirklich ein sehr gutes Angebot von Hertha gekriegt. Aber der Junge will gehen, was soll ich machen? Aber ich finde es irgendwie so komisch. Also, weißt du, was ich meine? So, wenn du so jung bist, als ob, wenn alle dagegen sind. Als wenn du dann sagst, nicht. Ich gehe, genau. Aber er hat ja gesagt, die Wolfsburger, die waren so geil. Die haben ihm einfach das so schmackhaft gemacht. Ja, man, die spielen so geil halt einfach. Die haben einfach gesagt, ey, wir haben die geilsten Fans, die ja, so auch. Überzeugen und wir haben so ein geiles Stadion und die Stadt, die ist halt so geil, da tobt das Leben. Und so eine gute zweite Mannschaft. Und ey, die zweite Mannschaft ist auch so geil und deswegen unterschreib. Also er ist auf jeden Fall bei der gleichen Beraterfirma wie Marton. Oha. Tschüss, Marton. War nett mit dir. Kaufe ich halt neues Trikot für nächste Saison. Mit einer anderen. Ich gucke jetzt mal bei. Muss bleiben, wie die Sonne unterm Fujiyama. So, ich schalte jetzt mal um, da ihr alle mir zu lange braucht. So, ich stelle mal um zur Startaufstellung. Jetzt entspann dich doch mal, nur weil du krank bist, bist du eh zu Hause. Zur Startaufstellung. Wertmüller hat einen 2 gemacht. Finde ich gut. Wertmüller? Cool. Ja. Das ist jetzt die Startaufstellung gegen Schalke Gelsenkirchen. Schalke, was sagt ihr dazu? Realistisch oder unrealistisch? Das ist genau die Aufstellung, die meine Wunschaufstellung ist. Die wäre gar nicht schlecht, oder? Das wäre meine Wunschaufstellung. Naja, außer, dass ich Maser erstmal über außen spielen lassen würde. Ja, die Sache ist, es könnte auch sein, aber ich glaube, er wird Cefuik für Kenny bringen, weil der ja gesperrt ist. Man könnte natürlich auch Karbovnik dahin ziehen und Dutzi auf die Position von Karbovnik ziehen.
Hat er heute gedacht, macht er nicht. Und dann könnte man ja sagen, man spielt, weil Masa kann ja alles spielen. Masa spielt die 8 und Palko die 10. Das wäre ganz geil eigentlich. Ja. Oder? Ich überlege gerade, wie man alternativ rechts hinten hinstellen könnte. Der Kicker geht ja davon aus, also der Kicker hat heute glaube ich, die Ausstellung so gemacht, dass Palko den Achter spielt. Das glaube ich allerdings nicht. Er hat doch in der PK gesagt, dass Ducciak auf der 6 neben Clemens Schmidt. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Ja, das habe ich auch überhört, hat er wohl gesagt. Das hat wieder Dennis mit seinen Insider-Informationen probiert, es jetzt als in der PK gesagt zu verkaufen, aber er hat ja einfach die Aufstellung gesteckt bekommen. Intern. Geil. Dennis, ich muss dir erzählen, dass das ein Dobo 19 war. Dennis, willst du die Aufstellung? Nein, Mann, Alter, es interessiert mich nicht. Halt doch die Schnauze. Mann, Dennis, bitte lass mir die Aufstellung mal sagen, ey. Okay. Also findet ihr die Aufstellung sieht aber gut aus, oder? Ich fände die Aufstellung so gut. Aber ich glaube eher, dass Leistner spielt. Warum? Verdammt, das hat er gar nicht verdient. Marton hat es verdient. Ja, aber, hat Leistner gestern spielt. Nicht auch im Braunschweig rechts außen gespielt, Rechtsverteidiger gespielt? Nee. Aber Gechter war angeschlagen, oder? War der nicht im Einzeltraining nach dem Pauli-Spiel? Das stimmt. Es könnte sein, dass Marton und Leistner spielen. Ja. Aber es wurde heute nicht mehr erwähnt, oder? Gechter wurde als fit deklariert. Hallo. Aber ernst noch nicht. Geil fand ich auch die Aussage zu Kempf. Schon sehr suffisant. Ja, er hat eine super geile Frisur. Hat sich schön gemacht, weil er vielleicht denkt, aber ey, Innenverteidiger für 15 Minuten, das ist schwierig. Aber er hat schon recht, blonde Haare gespielt. Oder hat er jetzt andere Haare? Ey, Dennis, du bist so, das ist so, so abgehoben, dass du jetzt chattest schnell. Gechter hat Rechtsverteidiger gespielt, aber doch nicht gegen Braunschweig. Ach so, in schade. Braunschweig. Dachte, es gibt Top-News jetzt. Nein. Hier. Hä? Da hat Kenny Rechtsverteidiger gespielt. In Braunschweig, wo er in Braunschweig war. Er war ausgeliehen nach Braunschweig. Ach, da war er, das kann sein. Ja. Also mich würde es eigentlich... Da hat er rechter Innenverteidiger gespielt. Mich würde es eigentlich eher freuen, wenn Dutzi links außen spielt. Aber... Na, man sieht sich. Links außen? Nein, ich meine links in der Abwehrkette, Diggichen. Ja, okay. Weil Karbovnik gefällt mir einfach da nicht. Und Dutzi hat es halt viel besser gemacht, fand ich. Frage ist, ob man Karbovnik einfach als Sechser ins Mittelfeld zieht, ob der es da auf die Macht Reihe er nicht. Kriegt. Er hat ja gesagt, haben ja alle gesagt, dass er gesagt hat, Duziak und Clemens. Ach so, das ist jetzt schon fest, ja? Okay. Weil sonst hätte ich mal in den Raum geworfen, was ist denn mit Ibrahim scheiße nochmal, wenn er so gut ist? Der spielt doch bestimmt gerade wieder in Babelsberg. Wir haben es doch eh verkackt. Dann lass doch Ibrahim mal neben Clemens auflaufen. Ich würde es auch mal probieren. Auf jeden Fall, Barkok ist raus aus der Aber Show. Aber er ist zu gut für uns. Er ist zu gut für Hertha. Okay. So, als letztes Thema, ihr Schweine, bevor meine Stimme... Aber warte mal ganz kurz. Dürfen wir noch mal ganz kurz über Barkok reden? Ja, bitte. Barkok nicht mehr spielen lassen. Weil... Wäre wahrscheinlich, ohne Witz, was sagt ihr? Ich würde ihn jetzt auch nicht mehr spielen lassen. Nein, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. So, ey, nicht nur im Moment. Der Typ hat bewiesen, dass er uns eigentlich überhaupt nicht weiterbringt. Oder nicht nur eigentlich. Also auf der 6, muss man auch ehrlich dazu sagen, der ist ja auch kein Sechser. Ja, aber auch so, ey, ich bitte dich. Also ist das ein Spieler, wo du jetzt irgendwie 2 Millionen zahlen willst? Nee, es sind 500.000 oder 600.000, aber will ich auch nicht bezahlen. Ja, aber der hat schon ein ordentliches Gehalt, also du musst dann schon... Bestimmt. Also würde ich auch nicht wollen, weil der wäre bestimmt einer der Top-Verdiener, würde ich auch nicht wollen. Nee, ich auch nicht. Dennis? Nein. Er lehnt es ab. Yeah. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Okay, was ist mit Ibo, Leute? Haben wir das Rennen verloren hier? Habt ihr mitbekommen, dass Manuel Gräfe ausgeplaudert haben soll... dass Benze und Ibo den Verein verlassen. Wie kommt der dazu? Und woher Manuel weiß er das? Manuel Gräfe wird der neue Plettenberg. Ja. Der neue Influencer. Aber am Influencer sterben. Ist, ja also, ist ja nicht unwahrscheinlich, dass er recht hat. Also, dass Ibo Masas Papa Kontakt hatte zu Stuttgart, ist ja wohl unbestritten. Das hat ja eigentlich Benny Weber auch bestätigt in der PK, wo er meinte... Der ist halt ein guter Arzt, ne? Der ist sehr intelligent, glaube ich. Wer jetzt?
Der Vater? Der Papa von Ivo Maser ist wohl, habe ich gelesen, der ist irgendwie Gehirnchirurg. Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne ja den Papa, aber der ist sehr nett. Also ist wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Und hat Ahnung. Und dann ist er weg. Gott, der hat auch Ahnung von Fußball. Dann haben wir keine Chance. Dann haben wir keine Chance. Nee. Oh Gott. Er hat Ahnung von Fußball auf jeden Fall. Aber er wirkt auf mich, so wie ich ihn kennengelernt habe, der Papa, richtig bodenständig. Also null dieses, der muss direkt hier weg, der muss spielen. Also so wirkt der null. Deswegen habe ich noch eine Resthoffnung. Aber jetzt müssen wir uns mal nichts vormachen. Wenn Ivo Maser zu Stuttgart wechselt, dann verdient er auf der Bank in der Champions League per Punktprämie wahrscheinlich so viel wie bei Hertha am Monat. Ja, das ist richtig. Also, ich will es ihm dann auch nicht vorwerfen. Ich will nicht, dass er geht. Mein Wunschszenario ist weiterhin, wie Dennis es bei dir im Stream gesagt hat, Benze geht, weil er weiß, Ivo bleibt und er hat keine Chance gegen ihn, weil so würde ich es auch sportlich sehen. Ja. Ivo bleibt dafür noch, meinetwegen auch nur ein Jahr. Meinetwegen soll Benny Weber ihm wirklich ein Gehalt geben, wie es ein normaler Zweitligaspieler bei uns hat. Absolut. Bis 28 verlängern und ihm eine Ausstiegsklausel anbieten. Soll er machen. Aber dass er noch ein Jahr bei uns bleibt. Genau, und das wäre ja meine Favoritenlösung irgendwie. Genau. Und ich glaube, auch aus seiner Sicht, jetzt mal ganz ehrlich, aus seiner Sicht, egal wer nächstes Jahr Trainer ist, ob es Paar ist oder jemand anderes, ich glaube, ich würde es ihm sogar empfehlen, weil dann kann er ein Jahr mal durchspielen. Er wird spielen. Genau, und er kann dann auch beweisen, dass er halt für uns mal eine ganze Saison was bringt, kann Mehrwert leisten und er kann ja sogar mit uns aufsteigen. Dann kann er sich selbst entscheiden, will er noch erste Liga spielen mit Hertha? Und dann macht er vielleicht noch erste Liga mit uns und geht dann ein Jahr später. Ist ja auch okay. Aber ich traue dem wirklich. Wäre das schön. Oh, das wäre so schön. Ich wünsche mir sehr, dass er bleibt. Aber wie seht ihr die Chancen? Das wünschen wir alle. 30%? Tatsächlich sind die Stangen. Ich war Anfang der Woche der Meinung, das Thema ist durch. Aber inzwischen würde ich von 50-50 sprechen. Ja, was meinst du, Tom? Aber deswegen umso wichtiger, dass er spielt. Ja, klar, der muss spielen. Ja. Wenn der jetzt am Samstag nicht in der Startaufstellung steht, dann verstehe ich gar nichts mehr. Ja, dann ist wirklich etwas. Also dann. Entweder weiß man dann schon, dass er geht. Alles andere wäre für mich katastrophal. Wenn man noch nicht weiß, ob er geht und er spielt nicht von Anfang an, dann sage ich, okay, verstehe ich nicht. Weil ich finde ihn ja sogar sportlich so gut, dass er bei mir spielen müsste. Natürlich. Ich finde ihn nicht schlechter als Palko Dardai. Nein, der müsste auf jeden Fall immer, wenn er fit ist, als Zehner auflaufen. Auf jeden Fall. Ja, dann sind wir uns Ich bin mir auch sicher, der wäre Stammspieler geworden, wenn er sich nicht verletzt hätte. Paul ist ja auch großer Fan von ihm. Aber das kann er jetzt ja werden. Also dann soll er jetzt die Spiele machen, auf jeden Fall. Ja. Dennis? Bist du Wolle Petri-Fan? Ja. Bist du wirklich? Ich will dir den Wind auf die Segel nehmen. Bist du wirklich, oder wie? Heb nochmal deinen rechten Arm, bitte. Ich wollte dir den Blick aus dem Siegel nehmen. Also, ja. Wozu willst du ihn wieder verleiten, Flo? Mach mal hier bitte. Nein, den anderen Arm meine ich. Das ist der linke, oder? Was willst du, was er mit dem rechten Arm macht, Flo? Was willst du da sagen? Nun mach dir den anderen Arm. Heb mal bitte den anderen Arm hoch. Was sind denn da für. Auf ihn dazu zu verleiten. Nein, MacPom, mach mal das. Was ist denn das, verdammte Axt? Das ist Wahnsinn. Ich gehe mit dir in die Hölle. Hölle, 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 Hölle. Das ist das Hertha-Lied, neues Stadion-Lied. Okay, du hast nur Wolle Petri gehört. Ja, was ist denn da an dem Arm eiskalt. Los? Lässt du meine Seele erfrieren. Mann. Richtig. Das ist Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Mach mal Glübscher. Aber was hast du denn da am Arm? Eigentlich lasse ich die so lange dran, wie wir nicht verloren haben. Aber jetzt müsste ich es eigentlich abmachen und deswegen erzähle ich die Geschichte nicht, weil wir haben ja verloren in Kiel. Eigentlich passt meine These jetzt nicht mehr. Okay, das gegen ist Kiel, aber es wir gibt einen anderen Grund. Ich werde dir unter vier Augen sagen. Ja, gegen Pauli. Okay, ja, unter vier Augen, bitte. Also, wir sind jetzt unter vier Augen. Wir sind offline. Warte kurz. Okay, sie sind raus, die Leute. Okay, sag mal, wer wird ein neuer Trainer?
Peter Fox. Peter Fox. Okay, das hat also irgendeinen abergläubischen Sinn, deiner Freundschaftsbändchen da. Ich dachte, du hast eine harte Nacht haben hinter nicht, dir. Haben aber nicht geholfen. Okay. Ja, ich war in 10 Clubs gewesen. Von Club zu Club zu Club. So kennt man mich. So kennst du, alte Part, du Partyluder. So, ich muss Schluss machen. Oh. Na denn? Guck mal, Michael, meine Nase ist schon ganz rot. Wie sieht's aus? Kannst du mich mal raiden, du Schwein. Du Schwein, ich raide dich überhaupt nicht. Ich werde dich insofern raiden, dass ich dir ein paar Leute aus MacPom vorbeischicke. Deine Nase sieht so rot aus, da fragt man sich wirklich, hast du Schnupfen oder hast du Schnupfen? Ich mach beides. Erst Schnupfen und dann Schnupfen. Genau. Ey Leute, ich sehe so krank aus. Das ist schön, dass ihr Mitleid habt, ihr Schweine. Was erwartet uns denn heute noch bei dir, mein Freund? Das Ding ist halt, ich finde eigentlich, du siehst aus wie immer. Absolut abgefuckt und abgewrackt, aber das liegt, glaube ich, nicht an der Krankheit. Das sagt ja der Richtige mit deiner Strickmütze. Und hinten die Fokuhila. Ja, so dem Biber-Gesicht. Biber-Gesicht und Fokuhila hinten rausgekämmt. Und die Fokuhila sieht außerdem aus, als hättest du die... Ihr habt euch wieder lieb, Bede, wa? 100 Jahre nicht gewaschen, so richtig verfettet. Ich war... Also... Ich war gerade unter der Dusche, du Schwein. Du und deine Haare, ihr seid beide verfettet. Oh. Nein, du bist... Bodenlos. So. Sowas von bodenlos. Ich sag dir jetzt sehr gerne, was wir heute noch machen. Bitte. Wir gucken uns jetzt einen Schalker, nämlich Kessi, an. Okay. Sehr sympathischer Typ, dieser Idiot, hat nämlich in einem Livestream gesagt, er hat gesagt, wenn Schalke gegen St. Pauli gewinnt, lauf ich ins Stadion. Wohlgemerkt, der wohnt 60 Kilometer entfernt vom Stadion. Und dann ist er wirklich über einen Tag zum Stadion gelaufen. Das gucken wir uns jetzt an. Ist ja plus geil. Calcio Berlin Nationalmannschaftsnominierung. Ganz kurze Frage nochmal dazu. Mittelstädt haben wir besprochen. Wie findet ihr das Trikot? Welches denn? Das pinke? Das rosane? Nee. Beide. 1 bis 10. Warte mal, wie mache ich denn jetzt den Rate jetzt hier erstmal? Ach, nee, hier. Du musst erstmal das besprechen. Ja, ich wollte nur schon mal den Knopf finden. Du Dummerchen. Das hat sich aber richtig süß. Ach, du Dummerchen. Ich finde es total geil, weil ich habe heute genau so einen Kommentar gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich den noch? Das war so bodenlos, der Kommentar, dass ich dachte, ey Leute, alleine dafür müssen wir so eine Trikots haben. Das war so ein beleidigter Verschwörungs-Nazi, der geschrieben hat, ja, ist wirklich so, der hat geschrieben, oh, wo war denn das? Das war aber auf Insta, glaube ich. Bei dir? Nee, bei einer Freundin. Die hat die hat das gepostet, diesen Eintrag. Er hat irgendwie geschrieben, das Trikot ist eine Frechheit, weil damit wollen die bewirken, dass wir verschwulen und praktisch unsere deutschen Keime aus der Gesellschaft verdrängt werden. Es war so ein bodenloser Post. Wirklich absolut. Sicherlich. Alleine dafür feiere ich es. Ich finde das Trikot absolut hässlich, aber für so einen Kommentar muss ich sagen, da würde ich es gerne anziehen. Danke. Absolut, ja. So, genau so. Besser hätte ich es nicht anteasern können. Ich muss auch sagen, als ich dieses Trikot gesehen habe, wollte ich direkt meine Sexualität wechseln. Ey, Junge, wie krank sind diese Leute? Ja, es ist soweit. The coming out. Ja, okay. Ich komme vorbei. Also. Und Marton ist für die ungarische Nationalmannschaft nominiert worden. Grüße gehen raus. Marton, du geile Sau. Glückwunsch. Glückwunsch. So. Die Nase wird schon, also die Rotheit nimmt ab. Ihr sollt es bewerten. Das, was denn, das neue Trikot? Einste, schlechteste und 10 beste. Heimtrikot. Also Auswärtstrikot ist... Ich Mann, jetzt muss ich das mir angucken. Traditioneller Fan, also ich mag... Traditionaler, das hast du genau gesagt. Ich mag einfach klassisch schwarz und weiß. Ich bin ein nationaler Deutscher. Ich bin kein Nazi, aber...
Aber Ausländer können schon mal raus. Eins muss ich sagen, also keine Rente für Ausländer, du. Ich finde, das Heimtrikot gebe ich tatsächlich eine 7, nee, eine 8 sogar. Und Auswärtstrikot eine 2. Warte, ich muss es erstmal mir angucken. Nationaltrikot. Okay, bin ich sehr nah dran, Dennis. Haben wir einen ähnlichen Geschmack? Sag du mal, Flo. Du hast bestimmt einen völlig anderen Geschmack, weil du siehst ja auch stylisch immer katastrophal aus. Halt doch einmal die Fresse, du Schwein. Wo kann ich das mir denn angucken? Ach, hier, da ist es. Einfach. Ich google doch gerade, mein Freund. Also ich da ist weg. Ja, wo, was ja, glaube ich, jeder Zuschauer sehen kann, ist, dass ich von uns den modisch besten Geschmack habe, sicherlich. Ja, bestimmt. Na, ist auf jeden Fall, so würde ich sagen. Das Weiße finde ich eigentlich ganz geil, würde ich eine 8 geben. Und das Pinke, wie gesagt, oh, ist das bodenlos mit diesen Seitdingern. Das sieht aus, das sieht wirklich aus wie so ein Trikot, was so eine Oma zu, was Nordisch Walking oder wie man es nennt, anhat. Nordic. Nordic. Nordisch by Nature würde ich eine 2 geben, ihr Schweine. So. Jetzt hört auf, okay. Mich, meine Stimme ist fast weg, ihr Honks. Du hast mir das Gleiche gesagt. Darf ich meine Meinung auch noch sagen? Dich interessiert niemand deine Meinung. Aber bitte sag. Also ich habe dem Heimtrikot eine 10 von 10 gegeben. Ich finde es richtig geil. Ja. Auch mit dieser Deutschlandfahne und dann diesem 3D-mäßigen 90er-Jahre-Print von der Nummer. Finde ich richtig cool. Das habe ich gar nicht gesehen, du Schwein. Ich habe es nur von vorne gesehen. Nee, das sieht man ja von vorne. Da ist ja vorne auch eine Nummer drauf. Aber wo denn? Na, normalerweise ist da eine Nummer drauf. Aber so in diesem alten 3D-Muster, aber so 90er-Jahre-mäßig, finde ich richtig geil. Mhm. Und das Pinke kriegt eine 1 von 10. Ich bin übrigens kein Hater von Pink. Ich habe auch pinke T-Shirts. Und ich war einer der wenigen, die alle das gehasst haben, wo ich das pinke Trikot von Hertha nicht mal schlimm fand. Aber das Gott. Pink finde ich mega hässlich. Das war auch bodenlos, das Hertha Pink. Also das Pink finde ich mega hässlich. Plus, da ist ja irgendwie noch Lila mit drin. Und Pink und Lila zu vermischen, ist ein No-Go. Das ist wirklich so absolut schlecht. Ja, finde ich auch. Ja. Okay, so, dann würde ich sagen, tschüss. Ach so, was ich noch sagen wollte, sehr gelungen fand ich überhaupt deine New York-Vlogs. Ich wollte mit dir eigentlich viel mehr über New York sprechen, das machen wir das nächste Mal. Weil ich, sehen wir uns nächste Woche nochmal, ja, ne? Nee, da bin ich schon auf Curaçao. Ich nehme alles wann mit. Denn? Mittwoch um 6 fliege ich. Okay. Also könnten wir erst dann wieder streamen in 3 Wochen, oder? Genau, oder halt von da. Mal schauen, ob die Connection gut ist. Okay, und dann sprechen wir über meinen USA-Urlaub und dann reden wir auch nicht so viel über Hertha, sondern USA und Curaçao. Ja, ist auch ganz geil, weil eigentlich, wenn es klappen würde aus Curaçao, wäre es genau deine Zeit. Weil dann ist es bei dir nachts, glaube ich. Oh, das wäre auch geil, wenn wir dann einfach mal so um 2 Uhr nachts oder so. Genau. Was ist genau. Denn da für die Zeitumstellung? Die sind 5 Stunden vor uns. Also haben wir es jetzt 26 Uhr 26. Nein, jetzt ist es da also 18, das ist jetzt 17 Uhr. Das heißt, wenn wir um 21 Uhr streamen, wäre es bei dir 2. Oh, das wäre geil. Ey, darauf hätte ich wirklich Bock. Das können wir sehr, also wenn du es hinkriegst irgendwie, das selbst mit dem Handy, würde ich sehr gerne machen. Da bin ich aber sicher richtig besoffen, aber das ist geil. Ey, das wäre ja noch geiler. Das wäre noch geiler. Drinks. Ja, geil, lass uns probieren. Wir probieren das auf jeden Fall. Dann aber wahrscheinlich mit einer richtig schlechten Quali, weil ich nicht alles mitnehme, sondern halt nur so wahrscheinlich Handycam-mäßig sowas. Aber das können wir probieren. Ist okay. Aber ich will dir noch einen Kommentar vorlesen, dann darfst du dich verabschieden. Ja, aber ich wollte noch was Liebes sagen. Wirklich was Liebes. Weil ich finde, du könntest es ruhig öfter machen. So, Hertha ist natürlich geil, aber du könntest ruhig öfter so Jindawi-mäßig so geile, wie kann man das nennen? Was macht Jindawi? So eine Family-Vlogs. Ja, na, nicht nur na, Family, das ist halt dann schon ein bisschen krass, wenn du so privat ist, aber so ein bisschen so, ich gehe jetzt zu Ikea, um mir einen Schrank zu kaufen, das wäre sicher sehr unterhaltsam. Und den Nali aufbaut? Den Nali aufbaut, wollte ich gerade sagen. Das wäre sicher ganz geil, denk mal drüber nach, ob du ein paar Möbel-Vlogs machst.
Da müssen mir die Leute Bescheid sagen, ob sie sowas gerne sehen möchten. Mach das mal, Leute. Stimmt mal ab. Real-Life-Stories von Felicio. Yes. So, gibt's jetzt Ich wollte dir noch kurz, das ist sehr nett, ich wollte dir noch kurz den Kommentar von Antalion vorlesen. Bitte? Solche Kollegen hätte ich gern von der Krankheit in den Urlaub. Das denken sich alle. So sieht's genau aus. Und genau da so vergiss nicht, mich zu raiden. Ich werde nicht zurück zur Arbeit kommen, erst nach dem Urlaub. Leute, Liebe geht raus, Kuss auf eure Eicheln und Herzen, Tschüssikowski, und drückt die Daumen, dass wir uns wiedersehen. Ansonsten war es schön, euch kennengelernt zu haben. Ha-ho-he. Ha-ho-he. Ha-ho-he, geilen Schweine. Ach so, und wir sehen uns natürlich am Sonntag nach dem Spiel, wie gewohnt, zum deprimierenden Viertelstunde, warum alles so scheiße gelaufen ist. Logentalk. Talk. Bis denn. Ciao. Und jetzt mache ich den Raid, ihr Schweine. Weiter. So. Ist der Raid jetzt, hat er begonnen? Ich glaube, er hat begonnen. Ja, ja, ist du weg. Alle weg. Hä, jetzt ist der ja auch weg. Hä? Der ist auch weg. Dennis, mein Schatz. Dann hören wir du jetzt auf, Tom weggeradet. Tom ist weggeradet. Und jetzt raid ich, jetzt schließe ich die heutige Sitzung. War schön, dass du es noch geschafft hast, mein Schatz. Ich wäre vorher gekommen, aber ich dachte mir, ihr seid so im Redefluss, da werde ich euch nicht unterbrechen. Nein, du musst immer reinkommen, aber, Schnuffel. War gut. War schön. Okay. Küsschen und möge viel Erfolg. Möge die Wacht mit dir sein. Auch mit dir, mein junger Padawan. Ciao, ciao. Und jetzt an euch. Ciao, ihr geilen Schweine.